Hallo und guten Tag, meine lieben Freunde. Heute werdet ihr etwas über die Schutzengel-Prognosen für 2020 erfahren. Sicherlich ist euch bewusst, dass jeder von euch einen Schutzengel hat. Der eine glaubt mehr daran, der andere weniger. Das bleibt jedem selbst überlassen. Unsere Welt ist zurzeit durcheinander und man kann sagen, wir werden ordentlich durchgeschüttelt. Corona bringt Unruhe, Angst vor Krankheit und Tod, Verlust und Verzicht. Nun ist es Zeit für Besinnung und Überdenken des eigenen Daseins. Doch es gibt auch positive Prognosen, Ausblicke und Visionen, genährt im spirituellen Sinne. Die meisten Menschen wünschen sich ein Leben, das vom Erfolg, innerem und äußeren Wohlstand erfüllt ist. Innerer Wohlstand bedeutet Weisheit, Dankbarkeit, Zufriedenheit, wodurch der innere Frieden entsteht. Aber auch unsere Liebesfähigkeit, Mitgefühl und Achtsamkeit. Das sind Eigenschaften, mit der man in der Spiritualität Hand in Hand geht. Also ein spirituelles Erwachen, eng verbunden mit dem äußeren Wohlstand, den wir Erfolg nennen. In diesem Jahr 2020 wird sich dein Schutzengel im Besonderen um uns kümmern müssen, speziell um unseren Wohlstand und persönlichen Erfolg, vorrangig um unsere Gesundheit, von der unser Wohlstand größtenteils abhängig ist. Dein Schutzengel kann dich mit seiner Weisheit und Liebe auf die Pfade leiten, die dich bereichern. Denn er will, dass es dir gut geht und du dich wohlfühlst. Deshalb fordert er dich auf, Verantwortung zu übernehmen und an deinem Glück zu arbeiten. Es ist ein universelles Gesetz, dass dein Schutzengel dir nur einen Hinweis geben darf, wie dein erfülltes Leben aussieht. Und das bedeutet, du musst entscheiden. Genauso ist es. Du musst entscheiden. 2020 wirst du deinen Schutzengel noch bewusster wahrnehmen können. Dieser wird dir allerdings nicht nur an deinem Wohlstand behilflich sein, sondern auch für Mutter Erde und andere Lebewesen da sein. Wie sollst du dich dabei verhalten? In nächster Zeit bist du aufgefordert, aktiv deinen Schutzengel um Hilfe zu bitten, sodass er die Bitte an alle anderen Schutzengel sendet. Also, sende an deinen persönlichen Schutzengel einen Auftrag, der dir sehr wichtig ist. Etwa so. Ich bitte dich, verbinde dich mit allen anderen Engeln für das Wohlergehen aller Wesen auf dieser Erde. Dadurch ergibt sich ein größeres Feld von Licht und Liebe auf der Erde und das energetische Feld wird gestärkt. Die Menschen, die dann zur bedingungslosen Liebe und Kraft erwachsen, erzeugen eine größere Basis und ein offenes Energienetzwerk. Diese Gelegenheit solltest du nutzen, da die Engel an unserer Absicht gebunden sind und ohne diese nicht eingreifen können. Je öfter du das tust, desto hilfreicher kann es für uns alle auf der Erde sein. Hab keine Angst, dass die Engel wenig Zeit für dich und ihren Schutz haben. Engel sind außerhalb unseren irdischen Gesetzen und können gleichzeitig an verschiedenen Orten sein. Das Feld der grenzenlosen Liebe bietet eine neue Chance zum Erwachsen der Menschen und ist gleichzeitig ein Schutzschild. Nutze diese Chance, die dir die Schutzengel bieten, um deinen persönlichen, inneren
und äußeren Wohlstand aktiv mitzugestalten. Ich wünsche euch ein lichtvolles Jahr 2020 mit Liebe, Zufriedenheit und Wohlstand. In Liebe, eure Dirja.